Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute ein ernstes Thema für euch. In Pokémon Go gibt es viele Leute, viele nette Leute, viele korrekte, coole Leute, aber es gibt auch richtige Idioten. Das wussten wir ja schon die ganze Zeit, aber es gibt auch Leute, die euch wirklich übelst mitspielen wollen und die euch auf jeden Fall nichts Gutes wollen, euren ganzen Account zerstören wollen, auseinandernehmen wollen, die euch manipulieren wollen. Also passt bitte auf, mit wem ihr schreibt, wem ihr eure Daten anvertraut. Wenn ihr jemanden eure Daten anvertraut, dann macht das bei mir, wenn ich ein Gewinnspiel gemacht habe und ich soll euch da was draufpacken oder so. Ich stehe so in der Öffentlichkeit, ihr wisst genau, wer ich bin. Ihr könnt mir da ans Bein pingeln, wenn da irgendwas nicht passt. Aber gebt nicht einfach irgendwo eure Daten raus. Um was geht es denn aber? Es gibt ja schon oft Leute, Betrüger, unseriöse Geschäfte und Machenschaften in ganz Pokémon, auf Facebook, auf überall. Beispiel Salvatore. Der seinen komischen Raid-Service, Fang-Service, sonst was anbietet und zieht den kleinen Kindern das Taschengeld aus der Hose, ne? Indem er sagt, hey, ich fange dir ein kontinentales Pokémon, gib mir alles Geld, was du hast. Wenn es ein Ehrenmann wäre, dann würde er die Dinger, wenn er es buft, dann könnte er die Dinger auch einfach verschenken oder Leuten helfen, die da keine Möglichkeit mit haben oder eine coole Sache draus machen. Wir verlosen regelmäßig welche und so, aber er verkauft die halt. Er verkauft die, er will eure Daten, er verkauft die, aber gut. Wenigstens ist er darauf angewiesen, keinen Scheiß zu bauen, weil er will ja mit euch Geld machen, er will ja Geschäfte machen mit euch. Das ist also die eine Sache. Und egal, ob der jetzt sagt, ja, ich fange euch ein Giratina, gebt mir einfach 50 Euro, 50 Ratepacer auf den Account, dann fange ich euch vielleicht ein Giratina, gebt mir ruhig eure Kohle. Das muss halt jeder selber wissen. Ich finde es schwachsinnig. Ich würde auf sowas eigentlich nichts geben. Es gibt mittlerweile genug Gruppen, wo ihr auch Raids machen könnt, euch anschließen könnt. Aber jetzt geht das Ganze noch eine Nummer weiter. Denn neben dem schmierigen Salvatore mit seinen schmierigen Geschäften und Machenschaften, wo er den kleinen Kindern das Geld abzieht, tun sich neue Abgründe auf. Und das möchte ich euch jetzt hier mal zeigen. Zwei Zuschauer haben mir was geschickt, denen ist beide das gleiche passiert, beziehungsweise die haben das gleiche entdeckt, aber von jeweils einem anderen Account. Jetzt weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind gerade momentan zum Beispiel in den Telegram-Gruppen mehrere Leute oder einer unterwegs, der seinen Namen immer wieder ändert, der aus dem Nichts einfach Leute anschreibt und für euch den Account spielen möchte. Also der möchte euren Account spielen, euch helfen. Das Kuriose, er will nichts dafür haben. Anders als Salvatore, der ja offen zugibt, dass er ehrenlos ist und kleine Kinder abzieht, will dieser Account mit irgendwelchen Versprechungen, also einfach nur an eure Daten rankommen. Und dazu sind ihm alle Mittel recht. Macht das auf jeden Fall nicht. Ich weiß, wir haben viele jüngere Zuschauer und es klingt sehr verlockend. Klar, wenn ihr Level 20 seid und ihr sagt, was, der will meinen Account spielen, oh, dann werde ich vielleicht bald Level 40 oder ich habe so wenig Staub, der will meinen Account spielen und mir Staub da drauf machen. Oh, cool, das mache ich auf jeden Fall. Lasst das. Lasst die Finger davon. Wie gesagt, wenn ihr jemandem die Daten geben wollt, gebt sie mir. Da sind sie in guten Händen. Ich mache auch keinen Scheiß. Ich stehe in der Öffentlichkeit. Ihr wisst was, wie, wo. Jetzt möchte ich euch das einfach mal zeigen. Es kann ja sein, dass das auf Facebook auch ist, dass das in WhatsApp passiert, dass das in Instagram passiert, dass das in Telegram passiert. Ich habe die Beispiele nur gerade frisch aus Telegram gesehen, gesichtet und möchte euch das mal zeigen. Hier ein Kollege wurde angeschrieben von dem Account der coole XD. Wenn ihr der coole XD auf Telegram seht, blockiert den einfach. Schreibt nicht mit dem, lasst den in Ruhe, lasst euch nicht voll quatschen. Ihr seht schon, er schreibt hier dem Kollegen, hey, ich wollte dich fragen, ob ich per Facebook auf deinem Account Staub pushen darf. 2 Monate lang. Und wenn du dich jetzt fragst, ob ich scamme, sage ich dir eins. Über Fazzi kann man nicht scammen. Ich kenne den Begriff Scam nicht mal, habe keinen Bezug dazu. Wenn da ein unschuldiges, kleines Kind sitzt und hört Scammen, dann kann er damit auch nichts anfangen. Er will aber schon mal dir die Angst nehmen. Guck mal, bei Facebook kann man gar nicht scammen. Wenn Scam das ist, was ich denke, dann kann man das überall. Dann geht das jederzeit hin und her. Und wenn dann schon selbst so ein Wort in den Mund nimmt, wäre ich erst recht abgeschreckt. Auf der anderen Seite, warum will er 2 Monate lang Staub pushen auf einem Account, der ihm nicht ist? Was hat er davon?
Wenn er kommen würde und würde sagen, hey, ich bin Salvatore Junior, gibst du mir deine Daten und 10 Euro, dann kriegst du 100.000 Staub, farm ich dir in Saragossa oder so. Für 50 Euro kriegst du 1 Million Staub, farm ich dir in Saragossa. Das wäre immer noch ehrenlos, aber es hätte wenigstens irgendwo einen Sinn, dass der was davon hat und Geld damit verdienen möchte. Warum 2 Monate euren Account Staub farmen, weil das verlockend klingt? Weil die kleinen Kiddies sagen, oh Staub, den nehme ich gerne mit. Und dann geben die die Daten raus und dann plötzlich, was passiert? Ich weiß zwar trotzdem nicht, was sie dann damit machen, aber egal. Lasst die Finger davon. Macht das nicht. Ihr seht ja auch, du gibst mir deine Fazi-IDs und ich pushe für dich Staub. Ich erarbeite dir Staub, Sternenstaub. Ich habe aber kein Facebook. Geht auch Google bei dir? Die hören nämlich dann nicht auf, denn wenn das nicht funktioniert, probieren sie es auf anderem Wege. Über Google, lass mich raten, über Google kann man auch nicht scammen, genau. Man kann gar nicht scammen. Wieso gibt es diesen Begriff überhaupt? Es ging aber dann noch weiter. Ich will dir ja nur helfen. Und du machst das kostenlos? Japp, ich helfe dir dabei. Mit meiner schmierigen, dreckigen Visage. Ich spoofe. Aber selbst nach Tokio und habe daher generell immer Cooldown. Kann ich dir trotzdem helfen? Ich wette mit dir, dass ich es schaffe, in einem Monat dir 400.000 Staub zu erspielen. Oder stell dir doch Facebook. Warum lässt er nicht locker? Was ist mit dem nicht richtig? Okay, können wir das morgen machen? Junge, lass dich doch darauf nicht ein, da hätte ich den am liebsten... Nein, bitte jetzt wäre nice. Hast du Mewtwo auf deinem Account? Und dann auch das, ich meine, wenn ich ein Angebot habe, dann gebe ich demjenigen Zeit, darüber nachzudenken und dann ist mir das recht. Aber dieses, nein, jetzt brauche ich den, jetzt will ich den, dieses Drängen, das ist doch das stinkt doch zum Himmel, das ist doch absoluter Müll. Und das war nicht nur einmal hier, ein anderer Kollege, ach so, genau, dann noch der Rest, Der Rest, warum? Google brauchst du nicht geben. Stell dir einfach nur Fazi. Da ich da nicht scammen kann, wenn ich auf deinem Account zocken darf, machen wir eine Wette. Und dann kommt immer mehr Mist hinzu, einfach nur, um an die Daten zu kommen. Die lautet, wenn ich es schaffe, in einem Monat 500.000 Staub zu pushen, gebe ich dir extra noch 20 Euro Google Play. Da ich ja nur was Gutes tun will, wo ist denn jetzt der Sinn? Warum? Ich schenke dir 500.000 Sternenstaub. Und wenn ich das schaffe, dann gebe ich dir sogar noch 20 Euro Google Play. Ich bin so verzweifelt, gib mir jetzt den dreckigen Account. Und dann denken die Leute, oh, 500.000 und 20 Euro Google Play. Und dann schnappen die zu und dann werden die hellröhrig und schreiben mich an und fragen, hey Ramses, soll ich das machen? Und da könnte ich brechen bei sowas einfach nur, dass solche Leute andere einfach so hinters Licht führen wollen und so ausnutzen. Ich riskiere nicht mein Shiny Kapuno. Ist das viel wert? So viel wert wie 500.000 Staub und 20 Euro Google Play? Ich habe nicht vor, was du denkst. Du wirst sehen, ich habe schon viele Leute geholfen. Warum soll ich eins nicht erlösen? Okay, komm, wenn ich einen Monat auf deinem Account spielen darf und dich pushen darf, bekommst du 50 Euro Karten, Alter. Jetzt ist zu viel. Das kann er nicht machen. Was ist das für ein... Wenn ihr den seht, der Coole, löscht den, blockiert den, der hat keine Existenzberechtigung. Dann gibt's den zweiten, Mewtwo Forever, auch im Telegram unterwegs. Machst du? Hab's nicht ganz gelesen. Jetzt? Nein. Warum? Du scamst. Nein. Ich hab kein Facebook. Über Facebook kann man nicht scammen. Ha, ha, ha. Oh. Geht auch bei dir Google? Da kann man ja auch nicht scammen. Da man Passwort ändern kann und E-Mail. Genau, kann man. Das ist... Ich
glaube dir nicht. Bin Level 40, Max in Poge. Mewtwo, ich kenne dich. Da wird der Mewtwo wieder. Mewtwo, siehst du, nur weil du dich Mewtwo genannt hast und andere sich Mewtwo nennen, denken die, wenn die Mewtwo lesen, das bist du. Auch wenn du das nicht bist, kriegst du jetzt immer alles ab. Dann zeigt er da Pokis, um nochmal zu beeindrucken. Ne? Das sind alles meine. Du kannst auch von mir aus auf meinem Account zocken. Wo ist der Sinn? Gib mir deinen Account, ich push dir Staub. Du kriegst so lange meinen mit Level 40 Pogis, mit lauter 100 und mit allem und hin und her. An der Stelle hätte ich gesagt, okay, gib mal Daten, Bruder. Dann hättest du den Account von dem Idioten einfach abgezogen. Aber du hättest bestimmt gesehen, dass die Daten gar nicht stimmen oder du gar nicht reinkommst. Oder er sagt, gib du mir erst deine, dann gebe ich dir meine. Nee, traue dir nicht. Wie kann ich machen, dass du es mir glaubst? Soll ich dir 2000 Coins aufladen? Und wieder wird mit Geld gewettet und... Ja, sag mir den Code! Nee, ich mach das über PayPal. Also gib dein Konto her, du Kleiner. Dann nicht, da ich schon 25 bin. Nee! Doch, ich bin 25. Trotzdem, wir machen ein Experiment. Dass wenn ich nur heute, jetzt kommt das krasse Angebot, wenn ich nur heute auf deinem Account zocken darf, hole ich dir 100.000 Staub. Nee. Warum? Vertrauen. Wann vertraust du mir? Nie. Why? Da ich nur Schlechtes von dir gehört habe. Obwohl das gar nicht der Mewtwo ist, aber egal. Schön, dass Mewtwo so einen schlechten Ruf hat. Damit hat Mewtwo den Kollegen bewahrt, einen Fehler zu machen. Kannst dir auch Fazia stellen, Junge? Nein, Punkt. Du kennst mich gar nicht. Ich scamme nicht. Mir egal, ich möchte nicht. Und schick das Ramses. Okay, dann frage ich andere. Also, wenn ein Mewtwo Forever kommt und irgendwas mit Staubfarmen redet, sofort blockieren. Beziehungsweise macht ein Screen, schickt mir das. Ich werde die alle verfolgen und vernichten. Genauso wie dieser, der coole XD, also lasst die Finger davon, egal was die sagen, wenn sie sagen, sie geben euch 1 Million Euro, wenn sie nur eine Minute lang in euren Account dürfen, lasst das sein. Seid nicht so dumm wie ich, lasst das sein. Nein, ich habe das nicht geschrieben, ich war nicht derjenige. Und vor allem, trinkt Bodo Cola, Bodo der Bär. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Kennt ihr Leute, denen das schon mal passiert ist? Kennt ihr noch andere Abzockmethoden im Pokémon Go? Ich musste das jetzt unbedingt machen. Das hat mich schon seit ein paar Tagen beschäftigt. Eigentlich wollte ich nochmal auf das Halloween-Event eingehen und die Sachen, die da sind. Aber das ist auch so verworren. Da Jendik fischt mein Hirn. Deswegen macht mal das. Das ist jetzt wichtiger, um euch zu schützen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.